fünf Monate lang war der Flohmarkt El Rastro im Madrider Stadtteil La Latina geschlossen. Die Kaufleute fordern nun, dass die Hälfte der Stände wieder öffnen darf. Die Stadt hingegen will, dass der Großteil des Marktes umzieht. Eine 300-jährige Tradition fände damit ein Ende. Das ist eine Verbundenheit, die respektiert werden muss. Ich verkaufe hier seit 40 Jahren. Ein Umzug wäre das Ende des Rastro. Und wer die Geschichte der Stadt kennt, weiß, dass Verlorenes nicht wiederkehrt. Der Second-Hand-Markt El Rastro ist bei Touristen äußerst beliebt. Vor der Coronavirus-Pandemie kamen jeden Sonntag rund 100.000 Besucher. Die Stadt will ihre Zahl in Zukunft limitieren. Das bedeutet wirtschaftliche Einbußen. Die Händler sind ruiniert. Einige müssen sogar gemeinnützige Hilfe in Anspruch nehmen. Der Bürgermeister der Stadt hat versprochen, Zäune aufstellen zu lassen und Polizisten einzusetzen. Auch solle der Markt letztlich an seinen Ursprungsort zurückkehren. Noch aber sprechen die leeren Straßen des Marktes eine deutliche Sprache. Betreiber ähnlicher Stände und Läden in anderen Teilen der Stadt beklagen einen Umsatzeinbruch von 70%. Plötzlich kaufen Kunden online, die das vorher nie getan haben. Ein Kauf ohne Zwischenhändler. Es geht von Verkäufer direkt zum Käufer. Viele Händler haben ihrerseits nachgezogen und bieten Waren nun auf Online-Plattformen an. Deren Betreiber wiederum verzeichnen erhöhte Werbeeinnahmen. Unsere Zahlen sind auf Vorkrisenniveau, im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar 20% mehr. Mit all diesen Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 im realen Leben wendet sich der Käufer dem direkten Handel zwischen Privatpersonen zu. Das war in jeder bisherigen wirtschaftlichen Krise der Fall. Die Händler hoffen nun, dass diese Entwicklung dem Second-Hand-Markt am Ende zugutekommen wird.